Hallo Freunde und willkommen zu einer neuen Folge von Elex. Ich habe derzeit leider ein paar Schwierigkeiten mit dem Hochladen und deswegen kommen die Folgen, naja, jedenfalls für die nächste Zeit ein bisschen unregelmäßig. Ich werde aber versuchen, dass wir bei 4 Videos am Tag festhalten können. Dann halt nicht um 12:30 und um 1, sondern weil sie fertig sind. So, aber jetzt erstmal, wieso sind wir hier? Wieso sind wir wieder im Lager der Mitte? Ist ganz einfach. Ich will euch mal noch einen kleinen Trick zeigen, wie wir ohne viel Aufwand sehr viel Geld verdienen können. Ich habe den Trick einmal jetzt benutzt, um auszuprobieren, ob er funktioniert. Und ich werde ihn jetzt noch einmal benutzen, um euch das zu demonstrieren. Also, ihr müsst ins Lager der Mitte gehen. Ihr müsst dort unten bei dieser Frau, wo auch immer die war, den Händler kaufen. Ihr müsst folgenden Attribut haben. Moment. Persönlichkeit. Feilscher. Mindestens auf 1. Auf 2 bringt euch natürlich noch mehr. So, der Trick ist nämlich: Dieser Typ da füllt sein Inventar jedes Mal auf. Das heißt, wenn wir bei ihm 10 Elex kaufen, reines Elex, gehen raus und kaufen wieder, dann hat er nochmal 10 reines Elex. So, ihr geht erst auf Kaufen. Am Anfang dauert das ein bisschen. Also, Moment. Der Metallschrott und Elektroschrott. Ob es mit anderen Dingen funktioniert, weiß ich nicht. Mit diesen beiden funktioniert es auf jeden Fall. Also, ihr kauft alles, was geht. Schaut mal oben auf mein Geld. 8530. Also, ihr kauft alles, was ihr kaufen könnt. Von diesen beiden. Und akzeptiert den Handel. So, ihr müsst raus. Dann geht ihr nochmal in das Menü rein. Geht auf Verkaufen. So, und jetzt suchen wir mal den gesamten Elektroschrott und Metallschrott. So. Verkaufen. Und verkaufen. Seht ihr es? Oben rechts, wir haben jetzt fast 1000 dazu bekommen. Und je öfter wir das machen, desto mehr verdienen wir. So, das war aber jetzt das einzige Mal, dass ich diesen Trick benutze. Ich werde ihn nicht mehr benutzen. Weil dann kann ich mir einfach jede Menge Elex kaufen. Apropos, das werde ich jetzt mal machen. Und kann mir ohne Probleme jede Menge Attribut und Lernpunkte sowie Erfahrung erschummeln. Ich habe es jetzt einfach mal ausprobiert. Wie gesagt, weil ich wissen wollte, ob es funktioniert. Und jetzt noch einmal, um euch das zu demonstrieren. Aber das war, wie gesagt, das letzte Mal. Den Trick werden wir nicht nochmal anwenden. Also. Elex. Reines Elex. Haben wir noch Schnaps? Abschließen. So, jetzt gehen wir zur Werkbank. So, dann holen wir uns jetzt mal ein paar Attributspunkte noch. Auf diese Weise könnt ihr euch übrigens auch ganz schnell den, ich weiß nicht, wie der Erfolg heißt, dass ihr halt 100.000 Elixit erhalten habt. Könnt ihr euch ganz einfach und ganz schnell erschummeln. So. Was mache ich denn hoch? Nein. So, was will ich denn... Ich störe das Blatt. So. Was will ich mir denn erhöhen? Oder wo bin ich nah dran? Kampftheorie. Erhöht deinen Kampfwert. Ah, okay.
Bücherwurm können wir machen. Attribut Gerissenheit 55. Gibt ja sofort 10 zusätzliche Attributpunkte. Ja. Was haben wir denn hier? Konstitution auf 60, mehr Ausdauer. Oder zeigt der Feind auf der Minimap an. Klingt auch gut. Hier Trophäen, Intelligenz und Geschicklichkeit. Aber es gibt ja auch noch Waffen, die wir tragen wollen. 48 Stärke. Oder Geschicklichkeit. Ich werde erstmal die Stärke übernehmen. So, Eckhart, du kannst uns doch bestimmt noch den ein oder anderen Kampftrick. Ah nein, das ist ein Überlebender, okay. Ach egal, die nächste Fähigkeit werden wir uns auch noch holen können. So, jetzt will ich aber nochmal. Hochleistungsfähige CPU. So, da will ich jetzt mal hin. Wir sind hier im Auftrag von Falk. Für den müssen wir ja einige Ersatzteile besorgen. Oder einige wichtige Gegenstände, nicht nur Ersatzteile. Und einer davon ist ein Mineral, das wir abbauen müssen. Und das habe ich jetzt mal markiert, weil das klingt einfach. Es klingt einfach. Und wir stoßen dabei in diesem Gebiet in neue Gegenden vor, die wir noch nicht kennen. Also denke ich, wird es auf jeden Fall Sinn machen. Vielleicht entdecken wir ja auch noch den ein oder anderen Teleporter. Oder den dritten dieser Schreine. Oder dieses verdammte Vieh. Das uns fast mit einem Angriff tötet. Wey, was ist denn los? Ernsthaft, jetzt reagierst du. Oh, verdammt. Wo ist eine Kampfmagierin, wenn man sie mal braucht? Komm schon. Wey ist eine größere Gefahr. Geh an ihn. Animation so lange dauert. Ja. Verdammt, ich kann den nicht umwerfen. Okay, komm her, Mistvieh. Das war eigentlich nicht ernst gemeint. Bitte komm her, bleib weg. Das ist nur einer. Na, ah, er liegt. Komm. Oh. Was war das? Ein Hut ohne aufzuladen. Komm schon, geh an Way, lass uns mal in Ruhe. Ich hasse diese Viecher. Aber egal, weiter geht's. Ich wette, dass wieder irgend so ein starkes Vieh. Miese gibt. Okay. Ganz. Dass wieder irgend so ein mieses gegend. Vieh in der Nähe von dem Mineral ist.
Ich wette, dass ich das nicht mal mit euch zu wetten. Ich warte hier. So. Darüber, gut. Oh ja, das ist echt eine miese Gegend, Raider. Hast du recht. Die Verwüstung, die dieser Meteor hier angerichtet hat, dass man sie sogar mehrere hundert Jahre nach dem Einschlag immer noch sehen kann. Dass sie immer noch so spürbar sind. Das muss ein mordsmäßiger Knall gewesen sein. Ich dachte gerade, ich hätte da unten einen Schrein gesehen, aber das war bloß so ein Lava-Becken. Sieht schon geil aus. So, das Blitzen gerade, das war die Sonne auf unserem Schild. Ah, ja. Oh, wir sind noch auf dem Weg, okay. Nein, Moment. Wir müssen in diese Richtung. So viel dazu, wir sind noch auf dem Weg. Wir sind völlig abwegig. Okay, zwei Stück. Okay, zwei Stück reißen uns den Arsch auf. Alter, was ist das denn? Keine Ahnung, da müssen wir in die Nähe. Ich warte hier. Ernsthaft? Der Kerl fliegt einfach drüber, diese Mistsau. Hält sich wohl was für was Besseres als wir. Nur weil wir nicht brennt, nur weil er nicht brennt, wenn er drüber fliegt. Oha. Wir müssen vorsichtig hier sein. Wer weiß, was für Kreaturen hier herumlaufen. Die wir noch nicht kennen. Oder welche Form welcher Kreaturen hier herumlaufen. Und da ist der dritte Schrein, ich hab's richtig gesehen. Ja! Ich höre wieder Stimmen. Okay, ich dachte nur gerade, da wäre ein Teleporter gewesen oder sowas in der Art. Du fühlst dich sehr gut. Ihr hört die Stimme auch, oder? Alter, ich hab Angst. Ah. Ich bin mir sicher, der Einschlag des Meteors hat damals so manch einen die Socken ausgezogen. Ha! Nicht nur die Socken, mein lieber Way, bestimmt auch die Haut. Ja.
Mistding uns nur 25 bringt. Jetzt muss ich aufpassen, dass hier keine Minen herumliegen, weil ich lerne. Irgendeinem Banditenlager gerechnet. Aber nicht damit, dass hier gar nichts ist. Ich mag diesen Ort nicht, wir sollten hier schnell wieder verschwinden. Das war irgendein riesiger Industriekomplex. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ach, schön, dass ich nicht alleine bin. Ach, ich dachte, wir müssten irgendwas abbauen. Alter, was ist denn das da unten? Das würde ich mir jetzt mal genau ansehen. So, erstmal unsere Markierung entfernen. Alter, hör auf damit! Wenn wir mit ihm fertig sind, gibt's da nichts mehr zu kaufen. Geht mir auf den Sack. Glaubt ihr's? Okay. Oh, verdammt, das ist so ein Vieh. Schaden. Es ist nicht mehr menschlich. Oh, Radioaktivität. Ist das der Einschlagort des Meteors? Ich habe keine Ahnung. Oh! Ich habe zu spät gesehen. Ach, es ist wenigstens nur so ein Ziel. Dann kommen wir klar. So, ich will mir mal hier die Gegend ein bisschen anschauen. Vielleicht finden wir hier noch einen Teleporter. Das ist eigentlich mein Ziel hier. Irgendetwas finden, damit wir hier immer wieder zurückkehren können. Nur auf jeden Fall uns die lange Fußreise, den langen Fußmarsch hierher zu ersparen. Halt die Klappe, du verdammter Rabe. Dunkle Schwingen, dunkle Worte. Ich kann mir echt nicht vorstellen, dass hier nirgendwo Menschen sind. Mach das! Ja, mach mal. Tja!
Als ob man es gewusst hätte. Altes Militärlager. Ich würde eher sagen ein Flüchtlingslager, wenn ich das so sehe. Oha, da steht einer. Ist das einer der Verlorenen vielleicht? Verlorene, ja. Okay, dann schauen wir doch mal. Oh, verdammt, das wollte ich nicht. Schauen wir doch mal. Haha. Oh, wir müssen bleiben. Das Biest kaufe ich mir! Ernsthaft? Na geil, wir können einen von den beiden fast töten. Dann können wir ihn im Nahkampf auf jeden Fall erledigen. So. Den einen können wir ihn sogar töten. Ja. Das Biest kaufe ich. Also einen Teil lasse ich drin. Wenn wir dann nochmal in den Fernkampf kommen. Dann bringe ich mal richtige Helfer. Meine Schürze. Tja. Wenn ich von weitem dann einen Gegner sehe, kann ich mir ihn den Boden genau angucken, bevor ich den Gegner angehe. Hier nicht irgendwo ein Transporter auf uns wartet. Ein Teleporter, kein Transporter. Ich hier oben was sehe. Das sind Hächer. Okay, dann gehen wir noch mal da runter. Vielleicht finden wir ja da was. Sieht allerdings nicht so aus. Geile Struktur. Muss man lassen. Verdammt, ich habe gehofft, wir finden irgendwo einen Teleporter. Oh, Elex. Reines, unberührtes Elex. Das sind aber nicht die Stimmen des Elex, die wir da hören, oder? Ich hoffe es nicht. Wenn Elex so eine gruselige Stimme hat, dann weg damit. Nichts zum Abbauen hier, schade. Ja, komm schon.
Ich werde bald verrückt mit diesem verdammten Kindergesumme. Ich warte hier. Ah, ein Teleporter, sehr gut. Krater. Wo sind wir denn? Es ist grün zu grün. Was zum... Ja. So, wir suchen uns jetzt erstmal einen Kampflehrer, damit wir noch eine neue Fähigkeit lernen. Wir werden jetzt noch eine neue Fähigkeit lernen. Als ich das letzte Mal hier war, da habe ich eine gute Waffe in dem Haus da gefunden. Danach musste ich leider fliehen. Das ist so ein Zufall aber auch. Wir werden jetzt noch eine neue Fähigkeit lernen und dann zurück zum Lager der Mitte gehen. Wie wär's mit Wuchtschlag? Oder Paradestärke? Lässt sich mit jeder Stufe weniger straucheln. Wieso nicht beides? So. Haben wir das auch erledigt und zurück. Können wir Falk jetzt das Mineral übergeben. Nur die leistungsfähige CPU. Das wird noch schwierig. Da müssen wir an jede Menge Alp und ihren Waffen vorbei. Ich glaube, dafür sind wir noch nicht gewappnet. So. Aber trotzdem, Falk, du kriegst mal noch deine Waffe. Dein Mineral, damit wir das erledigt haben. Wegen... Ja. Ich habe etwas von dem Spezialmetall Gaurudium. Ein erstaunliches Element, nicht wahr? Nicht so interessant wie das Elex. Aha, einen Moment. Verrate mir, ob du jemals abhängig warst. Versuchst du mich gerade mit deiner Suggestion zu beeinflussen? Nun... Ja, seltsam. Warum funktioniert es nicht? Weil du nicht so gut bist, wie du denkst? Vielleicht bin ich etwas aus der Übung. Wie sieht's aus bei dir? Ich beginne jetzt, vieles klarer zu sehen. Okay. Oh, ich bin echt gespannt, was da rauskommt, wenn wir das letzte Puzzlestück lösen. Ich zeige euch jetzt auch nochmal was. Ich wollte nur sehen, welche Attribute wir für das Kettenschwert brauchen. So. Ja, ich bin aus der falschen Richtung. Reines Elex wieder 10. Seht ihr es? Und dasselbe, pures Mana. Ja, da werde ich mal 10 Stück holen. Für die gute Kaya. Wenn wir jetzt zurückgehen. Reines Elex wieder. Können wir den ganzen Tag wiederholen. Für alle, die klaren Verstandes und reinen Blutes sind, ist Kalan unsere Rettung. Hier spricht Herbert aus dem Orbit. Schön für dich, Herbert. So, dann nehmen wir uns doch jetzt mal ein paar Schlückchen Elex.
eins fehlt noch. Den einen Punkt holen wir uns jetzt noch. Ah, ich bin wieder aus der falschen Richtung gekommen. Ja, Handel abschließen, ich hab's verstanden. Folgt meinem Beispiel und schließt euch der Streitmacht der Kleriker an. Die Bedrohung aus oh, halt die Klappe. Muss beseitigt werden. Es gibt viele Schlachten zu schlagen und einen Krieg zu gewinnen. Entscheidet euch für die gute Seite. Das rät euch Herbert aus dem Orbit. Wenn Herbert aus dem Orbit das sagt, dann tun wir es doch alle. So, dann können wir jetzt auch den Bekehrer auswählen. Oh yeah. Huhu. Oh, der sieht sauber aus. Gut, Leute, dann sind wir jetzt wieder dort, wo die Folge auch angefangen hat. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen. Und dann schauen wir einfach mal, was wir questmäßig noch alles machen können. Schauen wir, dass wir noch ein Level aufsteigen, bevor wir uns an die Fraktionswahl setzen. Und oh, ja, Level 16 könnten wir noch erreichen. Gut, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.